So, guten Morgen, wir sind mal wieder im Stall und ich wurde heute genötigt, die 2-Sterne-M-Dressur zu reiten. Obwohl wir das gar nicht können. Wir können keine Galopptraverse. Aber gut, das Pony muss eh heute bewegt werden, deswegen starte ich das jetzt, damit alle ihren Spaß haben. Und ja, ich denke, es wird irgendwer filmen und dann bekommt ihr alles mit, wie es gelaufen ist. Solide, konsolider 13-jähriger Fuchsbauer von Courage aus einer Rolex der Fix-Mutter. Die beiden am Start für den Reitverein. Oranje, herzlich willkommen. Aufgabe beginnt. AX einhalten im versammelten Galopp. X halten, grüßen. Im Mittelschritt an langen Zügen die Bahn verlassen. Beide. So, die Jule fährt jetzt nach Hause. Geht heute noch einen Termin.
Wink mal! Okay, nur die Jule winkt. Der Rest hat es nicht mitbekommen. Und wann ist die Kursi dran? So 20, 25 Minuten. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Bist du noch aufgeregt? Ich nö, eigentlich nicht. Warte mal. Die Kursi ist selbst dran. Mittelschnitt, ist was zu essen gekauft. Heute mal was Gesundes. 15. Die Gabi kotzt mit der Mona. Bis 15 und dann war es auch bei einer Reitstufe. Da ist der Mann, der wird mich gerne aufgenommen. Ich hab dich drauf. Danke. Viel Erfolg. Wir in Kürze nach. Bereits in der Vorbereitung ist Christina Braunecker-Lang und Robinho Robinho, 19-jährig in Westfalen geboren, gezogen aus einer Rapallo von einer Topstars Mutter, Programm Nummer 460 für den Reitfahrverein Sulzbach hier am Start. Am besten meine Mama oder so. Also die ist gerade noch.
0930, die normale Zahl, hier drauf, 013, 30. So, jetzt kommt hier wieder Gast in der Verein, Damiana Konka, RPZ Jamiro, mit Marc Spönginger. Ja, sie reist auf Cut Night Show. Und los geht's. Der Stoff im Winter aufgeklatscht. Jetzt geht's los. Marc Spönginger. Isa ist angekommen. Ja. Was reizt denn jetzt? Wow. Erstes Pferd, dann können wir dich ja noch gucken. Dann können wir dich auch gucken und filmen. Wann fängt das an? Jetzt dann. Cool. Wir drücken Daumen. Ich hasse erstes Pferd. Wir müssen dann noch mal gut gucken. Guck mal, da werden wir auch sitzen. So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Sieg in Ehren und Platzierung der Prüfung Nummer 6, Jump and Drive. Preis des Autohauses Best, Mülheim am Main. Erster Platz, hier 73,3. Zehnter Platz, 92,40. RPZ Diamiro. Damiana Konka, gastgebender Verein, Fahrer Marc Spönginger. Und der Elfte mit 113,30, Simone Rabenau mit Bruno. Und die Fahrerin Corinna Winter. Hier die Siegerin und die Platzierten. For the champs here. Yeah. Attention please. So heißt das Pferd. Ulrike Schlag, die Reiterin. Hier geht er volle Hacke. Sewald Krittenberger, der Fahrer. Herzlichen Glückwunsch. 73,30. Schnellste Zeit. Und den Preis vom Autohaus Mülheim am Main. Yippie-ai-e, yippie-ai-ho. Herzlichen Glückwunsch. Den Sieg gefahren und den Platzierten. Jetzt kommen wir mal Stimmung haben. Auf geht's, Laula! Hoppa, Applaus! Sie gibt alles, die Siegerin. Und auf 15:15 Uhr. Wir haben noch zwei Prüfungen für Sie. Zum einen. Erstes Paar jetzt bereits zu uns gekommen, also es geht los. In dem Preis der Sparkasse der langen, seligen Stadt. Expresso. Das Pferd, 211 wieder Start. Erstes Paar von 19. Isabel Hildebrand, Reitelfahrverein, Rollburger Hügelland.
Sissis. Vielleicht die von Dami. Dami hat ja auch eine. Ich dachte schon, das ist eine Frau. Ich darf jetzt noch nicht abschließen, wenn er nicht kommt. Komm, Espresso, du bist ja Mann. Die Füchse hat er auch immer passiert. Easy. Ja, was hörst du gerade, das gemacht. Fertig? Ja, erlaubte Zeit wieder auf 68 Sekunden festgesetzt. Und Ergebnis? Ja, grundgleich Endnote für Isabel Hinterbrand und Expresso 7,0. Ja, meine Damen und Herren, Siegerehrung, Platzierung der Prüfung Nummer 4, Stilspringprüfung der Klasse L, Preis der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Schon mal herzlich. 5. Platz, 7,0 die Wertnote, Expresso, das Pferd, Isabel Hildebrand, die Reiterin, ebenfalls Reit- und Fahrverein Ronneburger Hügelland. 6. Platz mit 6,4, Kirubel, Testfire und Zedwick B. Und jetzt ja. Platz mit einer Wertnote von 6,3 geht an die Programmnummer 566. Ja, Stand Up for the Champions. Sieger der 504 Stilspringprüfung der Klasse L. Preis der Sparkasse Langen-Seligenstadt. 7,8 die höchste Wertnote Gold. Jan Kenterin, Rivera. Katharino, herzlichen Glückwunsch dem Sieger und seinen Platzierten. Ja, für Sie als Zuschauer, liebe Gäste, eine Prüfung haben wir noch. Es wird umgebaut, das ist Frank Bursche, dann Gerhard Ober. So, die Gisa hat ein bisschen Stress. Die letzte Prüfung am heutigen Tag für die Aulen und Stellen mit dem Frank Bursche zusammen. Prüfung Nummer 2. Alles gut, Isa? Prüfung der Klasse L. Alles gut? Hier im Anschluss. Hast du das ins Auge gekriegt? Ich habe alles auf Video. Was soll ich dir sagen? Perfekter geht's nicht mehr? So. Geht es noch perfekter. Sieht ziemlich gut aus, ja. Roll mal runter.
bin jetzt schon selber ganz gut, dass wir so passen. Wieso macht ihr das nicht? Nee. Ja, ich merke es auch. Wieso geht das nicht? Wir sind aufgeben. So, jetzt ist drin. So, wir haben jetzt den Anhänger wieder angehangen und verladen jetzt den Solido und fahren dann wieder nach Hause, denn das Turnierwochenende ist vorbei und wir möchten gerne noch im Hellen ankommen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir haben den Stock vergessen. Falscher Anhänger. Muss den Schatz noch. Der so egal was, lass mich einfach in Ruhe. Ja. Schön machst du das. Zu deiner Zufriedenheit? Mhm. Ins Auto. Sattelkammer geht doch eh nicht auf. Du, die sagt mal tschüss. Ja. Meins?